Gut, dann was haben wir denn, was du überhaupt benutzen kannst? Du hast wahrscheinlich Einhänderkampfstil, oder? Katana durch Einhänderkampfstil, ja, ist in Ordnung. Ihr braucht meinen Rat, nicht Dann wahr? Auf Imuen, geht's. durchsuche hier Okay, alles. okay. Gold und ein hübscher Ring. Nichts. Eine Truhe. Vielleicht sollte ich erst nach Fallen suchen. Hier sind noch vier Sachen. Okay, scheint keine Fallen zu sein. Okay, die Truhe ist eh nicht abgeschlossen. Ein weiterer Schlüssel, den wir noch benötigen werden. Wir müssen mal eben umsortieren. Der Bränger kann vielleicht die ganzen Schlüssel nehmen. Na, zumindest die, die wir jetzt noch finden. Ist was los? Kein So, Problem. Schlüssel. Dann haben wir hier noch so eine Truhe. Mit noch einem Schlüssel. Warum? Müll. Und wir haben keine Beutel. Das Schlimmste ist, wir haben keine Beutel. Okay, das geht dahin, das geht. Ach, so ein Schild brauchen wir nicht. So einen Kampfstab können wir behalten. So ein Blausteinhalskette, die kann Bräger anziehen. Oder Breaga. So, das kannst du anziehen. Den Ring kannst du anziehen. Den Ring kann. Ist ein schöner Goldring. Hier, nimm. So. Yashimo können wir noch ziemlich zustopfen. Viel Stärke hat er denn? Aha, genug. Mehr als Imuen. Was ist das? Schutzformel gegen gar nichts. Hier, nimm einfach. Nimm den. Ne, den Heiltrank nimmt sie. Du kannst den komischen Schattendiebestrank nehmen, oder was ist das? Meisterdiebestrank. So. Zeit So, aufzubrechen? ja. Ja, Nächster ihr könnt Schlüssel. euch auf mich Wir verlassen. kriegen dafür nämlich einen ganzen Berg hübscher. So, hier ist noch der Tisch mit noch einem Schlüssel. So, das Ding haben wir rausgeworfen. Wenn ihr wollt. So, jetzt gehen wir hier oben mal rein und gucken, was wir da finden werden. Ach so, sie hat Khalid auf Kalt? dem Tisch schon bemerkt. Ja, dann redest du noch mal weiter. Ah, gut. Khalid! Nein, das muss eine Illusion sein. Ein Traum, ein schlechter Traum. Wo sind die Spiegel? Wo sind die Hebel, die man umlegen kann? Wir müssen herausfinden, wo er versteckt ist, Khalid. Verdammt! Seid verdammt! Seid verdammt! Ich werde diejenigen, die das getan haben, die Herzen aus den Leib reißen. Ich werde ihnen ihre schwarzen Herzen rausreißen. Ich werde. Ich. Nein! Das ist Khalid? Was ist mit ihm geschehen? Das ist nicht wirklich, oder? Er kann einfach nicht tot sein. Doch er ist ein stotternder Vollidiot. Natürlich ist er tot. Ich hätte auch Spaß daran, ihn irgendwo hinzurichten. So wie Yajala zum Beispiel. Nein, das ist eine andere Geschichte. Schaut so aus, als ob es der Narr endlich geschafft hätte, dass man ihn umbringt. Ja. Das ist Khalid. Was ist mit ihm geschehen? Seid still! Bitte kein Wort mehr! Worte bedeuten nichts! Achso. Ich kannte ihn nicht, aber ich traue um euren Verlust. Fremder! Niemand, ich werde mit euch, mit euren Worten nicht länger, ich werde mir eure Worte nicht länger anhören. Verschwindet! Ein tapferer Mann ist gefallen, aber das ist kein Grund, Beleidigungen gegen einen Lebenden loszulassen. Hier, Bo wird euch beruhigen. Blödsinn! Affront gegen die Natur! Was könnt ihr und euer dummes Nagetier schon wissen? Was könnt ihr schon wissen? Keine Worte mehr! Erspart euch eure Ansprachen, erspart euch eure klugen Sprüche. Die einzige Stimme, die ich hören will, ist die für immer verstummte. Nie mehr, nie. Nein. Sylvanus führe das Licht zur Quelle. Führe diesen Mann zu dem Schicksal, das er regelrecht verdient hat. Beim Willen der Natur. Was gegeben wurde, wurde wieder genommen. Was Aufruhr war, ist nun Frieden. Khalid, Stern meines Herzens, möge meine Liebe den ewigen Weg leuchten. Wir müssen uns beeilen, bevor uns noch jemand bemerkt. Wir müssen einen Weg aus diesem Grab herausfinden und zum Licht der Oberfläche zurückkehren. Gehen wir!
Nun, das war jetzt aber eine kurze Zeit der Trauer. Dann standet ihr euch wohl nicht sehr nah, wie ich dachte, nicht so nah, wie ich dachte. Wir wollen keine Zeit mit nutzlosen Klagen vergolden. Was geschehen ist, ist geschehen. Das war's. Das war's. Ich hoffe ja noch, dass ihr euch ein wenig mehr Mühe gebt, mich zu retten, sollte ich fallen. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, um mir ins Leben zurückzuholen. Sollten wir es zumindest nicht versuchen? Sollten wir es nicht versuchen? Ja, es stimmt. Es gibt mächtige Zauber, die selbst jene zum Leben erwecken können, die seit langer Zeit tot sind. Doch diese Zauber kosten denjenigen, der sie wirkt, viel. Ich bin nicht bereit, das von jemandem zu erbitten. Und auch Khalid wäre damit nicht einverstanden. Wir leben in einer Zeit der Wunder und der Natur. Und die Natur erlaubt die Wiedergeburt zahlreicher, die dahingeschieden sind. Aber dennoch gibt es manchmal einen Zeitpunkt, an dem man jemanden gehen lassen sollte. Dann werden wir die Ruhe seines Körpers nicht mehr weiter stören. Wir werden sein Dahinscheiden durch unsere künftigen Taten würdigen. Gut, wenn ihr meint, obwohl ich noch immer der Ansicht bin, dass ihr schlicht und einfach aufgebt. Ja, wir würdigen seine Taten, mit unseren Taten sein Leben, keine Ahnung, irgendwie so. Ja, das ist der Lauf der Dinge. Dieses Verbrechen wird nicht ungesühnt bleiben. Und ich werde nicht ruhen, bis der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Wenn es uns möglich ist, werden wir dafür sorgen. Genug, ich möchte diesen Ort jetzt verlassen. Ja, Madame Wankelmut. Ja? Und hier haben wir einen entflohenen Klon und einen Meuchelmörder. Naja, wir können schon mal an den entflohenen Klon rangehen. Entweder gewinnt der Klon oder der Meuchelmörder. Den anderen müssen wir töten. Ihr zurück, wo ihr hergekommen seid. Ihr habt hier nichts verloren. Ah, ihr seid wieder da, um mich zu quälen, mein Meister. Ich bin nicht euer Meister, liebe Dame. Gibt es irgendwas, das ich für euch tun kann? Sagt mir, wer ihr seid und was ihr hier tut. Ja, ich bin euer Meister. Kommt zu euch, Frau. Nichts soll euch quälen, außer meine Klinge. Außer meiner Klinge. So. Ja, ich bin euer Meister. Kommt zu euch, Frau. Das werde ich nicht. Ihr mögt mich geschaffen haben. Aber ich bin nicht euer Spielzeug. Ich bin nicht sie. Wie sehr ihr das auch wünschen mögt. Tötet mich 100 Mal. Trotzdem werde ich nie sie sein. Und wer ist die Frau, die ich mir angeblich in euch zu sehen wünsche? Nein, ihr seid nicht mein Geschöpf, mit dem ich spiele. Ich entschuldige mich für alles, was ich getan haben mag. Und wer seid ihr dann? Geschaffen? Was? Na gut, dann spüre ich kein Bedauern, eure Existenz zu beenden. Wir entschuldigen uns einfach mal. Ah, ich sehe sie in jedem Spiegel. Ich höre sie bei jedem Atemzug. Ich würde mir selbst die Haut vom Leib reißen, um sie los zu sein. Ich bin nicht sie. Tötet mich wieder und wieder. Und trotzdem bin ich nicht sie. Aber ich werde euch los. Seid euch gewiss. Dies wird das letzte Mal sein, dass ihr sterbt. Alles ist besser als dieses Nichtleben. Okay, töten wir dich. Für die Gefallenen! Na, ihr hättet sie noch einmal treffen müssen. Dann hätte sie ihren dreckigen Zauber nicht aussprechen können. Nächstes Mal! Was? Was wollt ihr? Oh. Ja. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ja, dann los, spuck's aus! So, sie hätten auf jeden Fall noch einen Schlüssel dabei, wo auch immer sie was für eine qualvolle Kreatur dieses Klon-Ding war. Sie war eine Kopie? Die Kopie einer anderen Person? Ja, der Kickster. Klonkrieger. Ich frage mich, warum Irenikus sie erschuf. Ich bezweifle, dass er sich an ihrer Gesellschaft erfreut hat. Ich stehe über solchen Sachen. Ihn fasziniert nur der Tod. Er zeigte es mir. Immer und immer wieder. Ja, hier ist auf jeden Fall. Der Behälter ist zerbrochen. Die Flüssigkeit, die sich darin enthalten war, ist abgeflossen. Der Klon aus dem Behälter ist offenbar entkommen. Ja, hier sind all ähnliche Behälter. Wir haben aber hier erstmal noch hier so Dinger. So Fässer mit Kram drin, die wir erstmal
Ja, hier müsste, glaube ich, überall das gleiche dann letztendlich dran stehen an diesen lustigen irgendwas Behältern. Oh, haben wir so eine Perl. Ach so, eine Perlkette war, glaube ich, 500 wert. Die können wir mitnehmen, ja, ja. So. Ja, der Text. Wenn ihr wollt. Die großen Behälter sind allesamt mit Klonen der gleichen Frau gefüllt. Zumindest mit Teilen von ihr. Einige dieser Kreaturen haben aber. Alle diese Kreaturen leben, aber der Großteil schwimmt leblos in einer Flüssigkeit. Einer der Behälter ist zerbrochen. Und hier in der Mitte haben wir noch. Die zentrale Einheit scheint die anderen Einheiten mit Energie zu versorgen. Ja, hier ist auf jeden Fall anscheinend ein Klonlabor.